Germans, weil wegen Köln. Hm. Keine Ahnung. Auch hier auf das 2, da wird sicherlich die AWP eine recht große Rolle spielen. Also starke AWP kann hier einiges an Schaden verursachen. Vor allem natürlich auf der T-Seite, auf der CD-Seite, wenn man hier die Mitte zum Beispiel eine Kontrolle kriegt. Oder überall so ein bisschen Präsenz zeigt. Jetzt gehen wir mal in die First Round rein. Also TSM galt eigentlich lange Zeit so als mitstärkstes Team auf das 2. Dann habe ich aber auch einige nicht so wunderbare Matches von ihnen gesehen. Lassen wir uns mal überraschen. Eins, klar, sie müssen die Map hier für sich entscheiden. Ansonsten wäre Titan durch und die First Round, die sieht schon mal gut aus für die Franzosen. Sind da gut auf den B-Spot draufgekommen. Sehr, sehr schwer, wirklich den Spot zu verteidigen, wenn dann Contact Go kommt. Wenn man da nicht voll auf der Höhe ist und lange genug überlebt, dann kommt man meistens nicht weit. 1:0 für die Franzosen. Und TSM wird erstmal in den Forceball gehen. KGB mit Scout unterwegs. Gucken, ob er jetzt hier heute auch wieder, oder in diesem Match hier, in dieser zweiten Map, auch wieder so sehr carryen kann. Wenn die anderen da noch ein bisschen mehr mitziehen, dann könnte es auf jeden Fall was werden. Bekommen. Titan hat erstmal die Mittekontrolle und ich denke, das werden sie auch hier auf das 2 regelmäßig machen. Blick Richtung kurz. Und sobald man kurz hat, kann man von dort aus eben auf das 2 sehr, sehr viel spielen. Kann den A-Spot eben angreifen oder auch in die CDBS springen, wenn es mal sein muss. Kann gut faken, kann dem Gegner da weiß machen, dass man irgendwo bestimmt hingeht und dann eben zum Beispiel über B-Split spielen oder ähnliches. Deswegen kurz gilt es einzunehmen. Das ist nix. Hat eine gute Ablenkung bekommen von der Scout. RPK kann aber beide ausschalten. Inklusive seinem Mate. Aber schaut es euch bitte an. TSM, sie wollen hier die Runde holen und es sieht gut aus für die Dänen. 18 Sekunden. Maniac hat da keine Chance mehr eigentlich. Ich denke, es würde sich lohnen, hier die Waffe durchzubringen. Ja, und 1:1. So schnell kann es gehen. Titan jetzt ihrerseits mit dem Force Buy. Maniac wird die gesavte AK vielleicht versuchen, ein bisschen zum Einsatz zu bringen. Ganz, ganz langsam Aufbau. Ich bin gespannt, ob das so bleibt oder Titan jetzt hier nur in dieser Runde sich was überlegt hat. Kurze Flash Richtung Mitte. Apex. Hat auch nicht einen Headshot gesetzt. Kann Dupree auf jeden Fall ausschalten. Maniac mit der Backstep-Position, aber auf dem B-Spot, da rennt noch Cadian rum. Wenn er kurz verfehlt. Fühlt sich mit der Technik offensichtlich sicher, aber die ist sie leer. Oh, Cadian. Ohne Zoom macht's notfalls auch Knall. Jack. Okay, JB. TSM kriegt sich hier durch die Runde gerettet, aber es war sehr, sehr knapp.
Mountain ist ja ziemlich weit gekommen mit dem Force Buy und den Franzosen könnte man das auch zutrauen, dass sie in so einem Versuch, bei so einem knappen Ergebnis mit dem Force Buy dann nochmal einen nachlegen. Wahrscheinlich wird hier diszipliniert durchgespart. Maniac hat Geld auf dem Konto. Normalerweise ist Kenny S. derjenige, der ein bisschen was übrig behält. Kerrigan. MP9 auch wieder dabei. Schön, das gibt ordentlich Kohle. 3 Kills schon. Kerrigan. Zum Ace wird es wahrscheinlich nicht kommen. Win. 3:1, aber das hat ordentlich Geld gegeben. Kerrigan kann 4 Leute ausschalten. Jeweils 600 pro Kill. Und sie haben kaum Waffen verloren. Kerrigan wird offensichtlich bei der MP9 bleiben. Also, der Akkuschrauber, er wird wieder gucken, ob er seine Opfer findet. Auf das zweite fragwürdige Entscheidung, aber solange er da auch in den Nahkampf kommt und oft im Nahkampf bleibt, solange sollte das gehen. Also richtig direkte Duelle, die gewinnt man damit meistens nicht gegen die AK. Dafür ist der Schadensunterschied einfach zu groß. Das ist nicht unbedingt immer der Fall. Und gerade hier hinter der Ecke hatte vielleicht auch einen kleinen Vorteil, falls da jemand rauskommen sollte. Irgendwo dahinter der Smoke sieht es bestimmt einer. Geduldig muss er hier warten. Zipix zieht sich zurück. Agent B überlässt erstmal den Spot. Sie spielen ihn auf Retake. Kerrigan muss ihn lang ausschließen. Und Maniac hat keinen Helm gehabt. Und das hat ihm hier das Genick gebrochen. Von der MP9 überrannt. Und Kenny S. habe ich mir jetzt gefragt. Erster Schuss sitzt nochmal umgezogen. Kurz daneben. Und da kommt Kerrigan um die Ecke. Na, da hätte sein Mate fast noch abgefackelt. 4:1. Schöner Retake von TSM. Hat wunderbar funktioniert. Sie haben hier den Spot freigelassen, haben sich dann um Lang gekümmert. Kerrigan musste hier offensiv gehen, um seinem Mate hier den Rücken freizuhalten. Alles geklappt. Ein bisschen bitter, dass ausgerechnet der Langspieler keinen Helm hatte und ein Kerrigans MP9 reinschaut. Titan hat eine Eco gespielt, aber sie haben ein kleines bisschen an Rüstung dazu gekauft. Das hilft ihnen aber nicht, denn ohne Helm, da tun die Headshots ganz gewaltig weh. Gucken, ob Existence vielleicht wenigstens noch einen picken könnte. Zu 1. Die nächste Waffenrunde steht an. Wir müssen davon ausgehen, dass das hier eine recht ausgeglichene Map ist. Wir sehen oftmals auch dann viele T-Runden auf das 2. Ich glaube, hier in der Konstellation würde es mich nicht wundern, auch hier ein bisschen Tät-Elastigkeit sehen. Gerade TSM ist eigentlich sehr, sehr tätig stark. Zumindest aus der Vergangenheit raus. Das hat immer auf das Einzelspiel nur ganz bedingte Aussagekraft, aber zumindest so im Durchschnitt
sind die Dänen eigentlich recht gut hier als Verteidiger. Cadian, großer Offensiv-Push zusammen mit seinem Mate. Ganz ersichtlich, wo Titan hier wirklich hinarbeiten möchte. Pex wird da vorgeschickt. Smoke League könnte Cadian ein kleines bisschen falsche Sicherheit geben und er ist raus Richtung B. Die Bombe zieht sofort nach. Und jetzt kommt Dupree, der kommt einen kleinen Ticken zu spät, um den Spot irgendwie noch wieder einzunehmen. Deswegen gibt er sich nur in Position, um die Mitte noch zu unterstützen. Aber Existence, einen Frag hat er gemacht. Die Granate hat Dupree währenddessen gefunden vor B. Die Runde wird Cajun natürlich nicht mehr retten können. Jetzt muss er schauen, dass er die AWP in die nächste mitnimmt. Aber da kommt schon Maniac um die Ecke und Cajun steht offen auf dem Feld. Er hat ihn gesehen. Also er muss ihn umschießen. Maniac sicherer. 5 zu 2. Zum Guten, dessen Cajun war so geblendet, dass er sich hier gezwungen gefühlt hat, auch von seiner Position wegzugehen. Nix. Und jetzt geht's rauf Richtung B. Das war der eine, der die Mitte so ein bisschen anfaken sollte, aber das hat nicht funktioniert. Sie haben drei Leute schon auf den B-Spot verschoben. Und es ist eigentlich fast unmöglich für Titan da durchzubrechen, wenn sie da komplett ins Kreuz vorher reinlaufen. Oh, Apex, schöner Shot. Der Dupree aus der Luft angelt. Aber es reicht nicht, um die Runde irgendwie noch zu ändern und maßgeblich zu beeinflussen. 6 zu 2. Hier aus, als ob da noch ein bisschen was? Was ist das? Da werden noch Waffen getauscht. Genial, hat sich ein Entry Frag geholt. Und damit könnte es vielleicht möglich sein, sie versuchen es nochmal Richtung B. Und wichtig ist, dass sie jetzt den Verschieber hier abhalten. Zipnix möchte da seinen Mate unterstützen. Diesmal ist Apex erfolgreich. Jetzt sollten sie ihm das öfter überlassen, deine Mitte. RPK versucht, Dupree so schnell wie möglich zu pushen, denn es ist wichtig, dass sie den Spot freikriegen. Und spätestens jetzt ist die Runde vorbei. Der TSM braucht das nicht mehr zu versuchen. Smokes liegen, alle Positionen schon eingenommen. Rückwärtsgang für die Dänen. Also bisher finde ich das noch nicht so ersichtlich, in welche Richtung es geht. Titan hat immer wieder gute Ideen. Sie haben sich jetzt auf den B-Spot so ein bisschen eingeschossen und das scheint ganz gut zu funktionieren. TSM steht relativ sicher. Ist nur ein bisschen problematisch, was eben diese Runde angeht. Diese Mitte raus, ein Spieler plus B-Go. Die haben sich ein bisschen abgewandelt, haben erstmal mit Kenny S dort den Entry Frag in der Mitte geholt. Und dann hat es funktioniert.
Maniac ist raus, den hat keiner wirklich auf dem Schirm, glaube ich. Das Problem ist, dass er nicht ganz die richtigen Mittel hat, um aus der Smoke rauszukommen. Er kann es eigentlich nur abwarten und sobald die weggeht, braucht er Unterstützung. Und Maniac hat trotzdem den Überraschungseffekt. Schöne Aktion. Hat auch Kerrigan ein bisschen angeschossen. Eine Granate Richtung Pit würde vielleicht sogar reichen, wenn sie gut platziert ist. Das weiß Kerrigan, deswegen geht er ganz weit nach hinten. Cajun B. Mit der AWP, den Ausbau ist noch freigeräumt. Jetzt ist Kerrigans Moment gekommen. 2 gegen 1. RPK unten in der Mitte. Der war der Backstabber. Schöner Move durch die Smoke. Richtige Entscheidung. RPK, den hätte er haben können. Schade. 7 zu 3. Gut reagiert von TSM. Natürlich starker Einsatz von Cajun B. Hätte er da den Arsport nicht zwischenzeitlich noch geklärt, dann wäre die Runde definitiv weggegangen. Und TSM kann sich weiterhin auch im Vorteil hier halten. 7 zu 3 auf das 2. Ich denke, das ist ein grundsolides Ergebnis. Ist aufgeflogen, aber Kenny S. ist unentdeckt in die CT-Base. Lässt den ersten durchlaufen. Kann sein, dass er es ein bisschen vergeigt hat. Sein Mate, den hat er verrecken lassen. Bisschen schlechte Absprache. Hätte eigentlich auch ansagen können, nicht mit raus. Wir brauchen noch eine kleine Sekunde. Kerrigan von oben. Trotzdem bedrohlich, dass Titan da unentdeckt in die CT-Base reinkommt. Hatte natürlich gehofft, dass da vielleicht noch ein zweiter hinterherkommt. Den er dann auch ausschalten kann. Jetzt wieder TSM mit diesem kleinen Offensiv-Move. Titan hat das eigentlich ganz gut im Blick. Der PK ist jemand, der noch selten so schießt. Ja. Glück gehabt, dass TSM dann nicht mehr Schaden erleidet. Lang bahnt sich was an. Kerrigan hat es zerlegt. Maniac hat da zum wiederholten Mal probiert anzugreifen und hat wieder mitbekommen, dass er hinter der Tür steht. Cajun. Muss die ganze Sache jetzt eigentlich auch aufgeben. Für Zypnix wäre es angebracht, eigentlich mal den Blick in Richtung Lang zu werfen. Maniac hat ihn noch gefunden, bevor er in die Smoke verschwunden ist. Und dann werden wir gleich die vierte Runde für Titan sehen. Natürlich noch die Frage, ob sie vielleicht die Waffen noch in Gefahr bringen können. Maniac ist nämlich schon dabei, den ersten hat er. Oh, die Granate fliegt ihm direkt ins Gesicht. Schöne Nate. 8 zu 4. An die Ecke. Ziemlich einfacher Fixpunkt. Einfach mal merken. Fix da schon ziemlich weit rausgekommen. Also, TSM hat immer wieder so kleine Deckungslücken und die werden ihn hier zum Verhängnis. Haben sich zu sehr auf die Mitte konzentriert und dann. Der B vernachlässigt.
TSMs Runde ist weg. Sie müssen jetzt auch wieder schauen, dass sie die Waffen durchbringen. Das ist zu riskant. Da müssen sie ein kleines bisschen mehr Fokus auch drauf legen. Hatten jetzt gesagt, okay, wir müssen den A-Spot etwas unter Kontrolle kriegen. Titan hat das gut vorgeahnt und hat dann gesagt, okay, wir machen das jetzt genau dagegen. Wir spielen Mitte raus. Und dass er da einfach bis, ich glaube, bis hier gekommen ist. Ohne, dass ihm jemand die Stirn geboten hat. Einen werden sie noch verlieren. Kerrigan kann sich aber durchsetzen. 8 zu 5. Yes, Apex. Curry versucht sein Bestes, dann noch ein bisschen gegenzuhalten, aber hat auch direkt in den Hit reinbekommen. Cajun auf offenem Feld. Und das ist die siebte Runde für Titan. Jetzt kommen die Franzosen nochmal viel in Schwung. Und es könnte natürlich gefährlich sein, gerade im Hinblick auch auf die zweite Halbzeit. Wir wissen nicht, wie gut Titan eSports hier auf der CT-Seite ist oder wie viele Möglichkeiten TSM bekommt. So langsam aber sicher kommen sie in den Bereich, wo es auf jeden Fall komfortabel ist. Bisher sah es gut aus für die Dänen und Kenny erst, der holt sich da den ersten hier. Autosniper tackert ordentlich zu. Er hat Kenny angeschossen im Vorbeilaufen. Trotzdem muss man davon ausgehen, dass 800 CT zumindest genug sind, um sich die Chancen hier aufrechtzuerhalten. Kerrigan hat nochmal jemanden mitgenommen. Das ist das, was sie gebraucht haben. Trotzdem ist es schwierig hier gegen drei. Ganze zu retaken. Tja, was will man da groß machen? Eigentlich nur eine Flash und hoffen. Und 8 zu 7. Schönes Finale von Titan sozusagen. Also das Ende hier der ersten Halbzeit. Wir haben am Ende nochmal 4 Runden rausgeholt. Ohne die wäre es ein bisschen dünn gewesen. So ist wieder mal alles offen. Genauso wie ich es auf der letzten Map auch nach der ersten Halbzeit schon gesagt hatte. Das Ergebnis sagt eigentlich keine Tendenz aus. Es könnte durchaus sein, dass Titan hier als CT wie eine Wand steht. Es könnte durchaus sein, dass TSM da ordentlich durchkommt. Wahrscheinlicher ist es, dass es hier eine knappe Geschichte wird. Wie gesagt, ausgeglichenste Map im Map-Pool, eher vielleicht ein bisschen T-orientiert. Deswegen für TSM trotzdem ein brauchbares Ergebnis. Es hätte nur deutlich besser aussehen können für die Dänen. Direkt einen Langpush entschieden. 4 Spieler sind raus. Da ziehen sie erstmal einen Ticken zurück. Schönes Brett von Kenny Esther. Die Distanz ist natürlich groß. Aber die USB, die kann das auf diese Entfernung. Cajun, das ist der entscheidende Faktor hier von Kurz. Jetzt entscheiden sich die Franzosen, das Ganze erstmal aufzugeben. Und Kurz schon nachgerückt. Maniac, schöne 2 schnelle Frags. Nur noch Sipnix am Leben. Der muss jetzt hier gegen alle Seiten behaupten. Irgendwo über der Kante, da erwischt ihn der Schuss von Existence. Und Kenny S. hat schon die Zangen in der Hand. Oder tippt den Code ein, ich weiß nicht. Wie entschärft man diese Bombe? Gibt man den richtigen Code ein? Ja, ich würde mal sagen. Kommen ja langsam die Zahlen rein. Code übrigens seit 15 Jahren derselbe. Kleiner Hinweis für alle zukünftigen CTs.
Schöne First Down von Titan, hat mir gut gefallen. Und hier ist Sam mit dem Force-Buy auch ziemlich erfolgreich. Sieht er schon mal rauf auf den B-Spot. Kenny S ist relativ weit weg und Maniac ist extrem weit weg. Zweite Runde geht an TSM. So deutlich kann es manchmal ausgehen. Auch hier der Baseboard scheinbar nicht die sicherste Position. Nix. Kommen die Smokes angeflogen. Die Smoke Richtung Loch kann man sich meistens sparen. Die kann man sehr gut über hier auch abdecken, die Position. Terrorists win. 10 zu 8. Versucht es nochmal mit der Eco. Kenny S hat schon sehr, sehr viel Geld reingespart, möchte also nächste Runde mit Sicherheit AWP spielen. Nein, wir sind unterwegs, das ist ganz ungefährlich. Den ersten hat er gepickt. Zwei, schön. Aus der gegebenen Situation schon das Meisters rausholen konnte. Simnix ist unterwegs, um zu verhindern, dass Titan da vielleicht die Waffe durchbringen kann. Heißt natürlich auch, dass er seine wiederum riskiert. Ich denke, das ist verständlich. Da kommt der Schuss von Kenny Hest von lang geflogen. Ja, niemanden mehr. Also zwei Waffen, die kann man hier droppen. Kenny S. Da wurde der AWP gekauft. Ich wollte schon sagen, wird doch jetzt hier nicht noch weiter sparen. Das wäre totaler Quatsch. Nur ein bisschen schläfrig, der Junge. Also 11 zu 8 ist der Spielstand. Jetzt geht es in die erste richtige Waffenrunde der zweiten Halbzeit. Und es geht direkt auch Richtung Lang raus. Apex hat sich in der Gruppe noch verschanzt. Dupree, da ist an der Smoke wohl nicht viel zu holen. Da ist eine kleine Lücke, da kann man durchschauen. Schön von Cajun. Ist gut nach Gefühl geschossen. Rex, Cajun mit der Pistole, weil er die gerade draußen hatte. Und Kerrigan arbeitet sich da langsam vor. Titan absolut unvorbereitet darauf. Kenny, es hat kein bisschen Fokus darauf gehabt, dass da jemand kurzig sein könnte. Schön sneaky wiki like von Kerrigan gespielt. Und er möchte mal wieder alle auf seine Schultern packen. Und hier zum Sieg tragen. Kerrigan macht seinem Namen wieder mal alle Ehre. Cadian. AWP-Schuss trifft nicht, da muss es halt die Pistole sein. Jetzt haben wir noch Cadian mit 2 HP in der Grube. Entscheidet sich hier direkt auf das Duell zu gehen. Weiß natürlich nicht genau, wie weit der Gegner ist. So, Cadian setzt den Schuss. Also vielleicht ein bisschen mehr Cadians Runde, aber ohne Kerrigans Sneaky Move durch die Smoke Richtung Kurz. Ohne den hätte das hier niemals funktionieren können. Also sieht man mal wieder, dass obwohl er nur einen Frag hat und Cadian 3, beide ungefähr gleichwertig
in der Runde waren und beide ungefähr gleich viel zur Runde beigetragen haben. Tree. Schnell Richtung Lang raus. Kostet Maniac da die Position vor allem auch. Kenn ich es? Titan hat er als Antwort eben dann die Doppel-AWP rausgeholt. Sind sich offensichtlich sicher, dass sie damit vielleicht die Runde hier holen können. Apex hat komplett verzichtet. Apex hat Katas ausgeschlossen. Das könnte interessant sein, denn Existence könnte eigentlich die Zeit nutzen, um wirklich den A-Spot noch ein bisschen zu verstärken. Unten über die Katas. Die Bombe ist halt nicht ganz durchgekommen. Das ist das große Problem. Kerrigan hat sie jetzt gepickt. Aber er weiß ganz genau, wenn er dann kleinen Ticken offensiv legt, dann wird ihn irgendwas erwischen. Die Granate kommt nicht weit genug. Da kommt die zweite, der Molotov. Er jagt ihn raus. Und RPK ist unterwegs, den Spot einzunehmen. Cadian wird dann nicht lange aufhalten können. Versucht möglichst lange zu überleben. Und jetzt kommt die Pre von hinten. Schöner gewagter Move. Der erste Schuss sitzt. Aber der Gegner ist an der Bombe. Der Gegner ist an der Bombe. RPK hat abgesetzt. Keine Fuse geht. Aber das sollte trotzdem ohne Probleme gehen, wenn er dann nicht irgendwie noch mal absetzen sollte. Doch, 12 zu 9. Was für eine schöne, knappe Runde. RPKs schöner Offensiv-Move in den Cutters. Der hat es hier nochmal möglich gemacht. Nix. Direkt ausgeschaltet. Sie durchgebrochen. Frag, Refrag. Jeweils. Kenny als letzter Verbleibender. Ah ne, VB. Da steht Apex noch auf Lang. Kerrigan hat ihn auch noch gehört, aber mit den wenigen AP kann er nicht mehr allzu viel tun. Okay, den hat er mal angetestet, was auf Lang vielleicht so geht. Relativ wenig Gegenwehr. Könnte vielleicht einen Hinweis geben darauf, dass Titan hier was umgestellt hat in der Deckung. Ich denke, da werden sie ihn auch durchschicken. Kommando, geh mal gucken. Und ich denke, das ist etwas, was Titan hier wirklich gut tun würde. So eine Mitte-Kontrolle mit AWP. Wenn es denn geht. So, nachdem Cadian da bis zur Grube vorgedrungen ist und niemanden gesehen hat, werden sie jetzt da wahrscheinlich den Contact starten. Maniacs Position wird auf jeden Fall überprüft. Es kommt auf die Ecke. Kann nichts machen. Ohne Ablenkung keine Chance. Der Gegner war komplett darauf eingestellt, dass sie da irgendwo noch verkämpft sein müssen. Schöner Molotov. Gibt ihm noch ein kleines bisschen Deckung. Apex. Nur ein Frags. Vielleicht ein bisschen zu dünn. Kenny S. schiebt da noch durch. Aber er kann nicht viel machen. Aus der Smoke ohne Orientierung. Also lange gedauert, bis er mitgekriegt hat, was los ist. 14 zu 9. Und TSM vielleicht hier mit der Möglichkeit, die zweite Map für sich zu entscheiden. Gegner muss in die Eco. Titan hat kein Geld, um nachzukaufen. Das heißt, die 15. Runde, die könnte sich TSM hier ohne große Probleme zumindest holen. Auch eine Pistolenrunde ist nicht unbedingt eine Garantie.
direkter Weg. Oh, etwas gefährlich. Aber Titan hat nicht genug Equipment. Er hat keine vernünftigen Pistolen, um das Ganze hier wirklich abzuwehren. Und sie sind drauf. Kenny S geht down. Kerrigan mit 3 schnellen Headshots von oben von der Mitte. 15 zu 9. 6 Map Points für die Dänen. 5 Möglichkeiten. 6 Möglichkeiten hier 1 zu 1 auszugleichen. Mal gucken, welche Aufstellung sich die Franzosen überlegt haben dafür. 3 Leute Mitte. Oha, wird das ein Offensiv-Move? Kenny S fischt ihn aus der Luft. Zwillings Richtung Lang unterwegs. Da oben steht schon Apex. Und damit kann Cadian nur wirklich nicht rechnen. Zwillings hingegen kann, denn der hat es angesagt bekommen. Gewagter Move von Titan, aber er hat sich ausgezahlt bisher. Im Rücken. Oh, das war ein wichtiges Duell. Das hat die Runde hier wahrscheinlich entschieden. Cajun, der letzte verbleibende 40 Sekunden, hat noch ein bisschen Zeit zu taktieren. Er muss ja schon mal schauen, dass er auch langsam, aber sicher Richtung Spot unterwegs ist. Maniac sucht das Weite. Versucht sich auf dem Spot zu verschanzen. Jetzt hat Cajun eigentlich keine Zeit mehr, um hier lange rumzuschleichen. 20. Die Zeit läuft wirklich, wirklich gegen ihn. Er muss jetzt mal richtig Gas geben. Spätestens jetzt ist nicht mehr Schleichen angesagt. Oh, wie unglücklich. Maniac hat ihn gefunden. 15 zu 10. Kerrigan mittlerweile 30 Frags zusammengesammelt. Er spielt wirklich ein überragendes Turnier. Schon die ganze Zeit. Immer wieder für die Wichtigen verantwortlich. Immer wieder im Scoreboard ganz oben zu finden. Und sollte TSM hier ins Finale kommen, auch unabhängig vom Ausgang des Finales, dann würde ich sagen, hat er hier den MVP Award verdient. Maniac muss sich da vor einigen Flashes umdrehen. Weg in die Grube nicht ganz. Der kleine Treppenabsatz da, der ist so. Und da geht die Runde durch. 16 zu 10, TSM holt sich Map Nummer 2 und damit werden wir dann in den Decider gehen. Wir werden Inferno sehen als dritte und letzte Map und danach werden wir dann...